Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video von mir. Ich bin gerade unterwegs zum Stadion. Heute spielt Stuttgart gegen Bielefeld. Sorry, wenn es so ruckelt, weil ich bin heute echt schon spät dran. Wir haben 15.10 Uhr und dann muss noch nachher Corona-Nachweis aufgenommen werden. Ich muss meine Karte noch zeigen, also es wird sportlich. Ich hoffe, ich bin pünktlich zum Anstoß da, weil ich hatte gerade noch Nationalkadertraining, aber ich denke, wir kriegen das easy hin, dass ich pünktlich zum Anpfiff da bin. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Wird geprüft. Scheiße, Alter, 1-0, Mann. Nein! Junge, jetzt musst du was sagen, wenn du nicht aufhörst. Hallo, ich bin der Michael, ich bin heute auch dabei. Und das ist der Robin, und der ist auch dabei. Der Uwe ist heute nicht dabei. Warte. So, wir haben jetzt, weiß nicht, ob ich hört, Halbzeit, 1-0. Michael, was sagst du? Ein Konter von dem direkten Tor, wie immer, am Anfang, immer 1-0.
was soll ich dazu sagen? Im Großen und Ganzen schwache Leistung. Robin, hast du auch was zu sagen, oder? Keine Aussage. Keine Aussage, der will nicht gefilmt werden. Okay. Perfekt. Noch was? Ja, zwei Tore kommen noch. Zwei Tore kommen noch. Ich habe gesagt, 3-1 gewinnen wir das Ding. Mal gucken, was in der anderen Halbzeit geht. Perfekt. Geht ab, Freunde. Ich bin vom Spiel wieder zu Hause. Was soll man dazu noch sagen? 1-0 verloren. Am Anfang hatten wir in Anführungszeichen Chancen. Wir waren immer vorm Tor, aber keiner hat es auf die Reihe gekriegt, meinen gescheiten Abschluss zu machen. Insgesamt einfach wieder eine schwache Leistung. Aber was soll man machen? Kopf hoch. Die Jungs müssen weiter Gas geben. Aber natürlich hoffe ich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Gebt einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar für den Algorithmus. Abonniert mich auch gerne, wenn ihr mehr sehen wollt und schreibt auch gerne in die Kommentare Verbesserungsvorschläge für die Videos. Und dann hoffe ich natürlich, dass euch das ganze Video gefallen hat. Und dann würde ich auch wieder sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal.